Herzlich willkommen zur Vorlesung Schuldrecht 1. Wir befinden uns beim 7. Termin. 2 Termine sind ausgefallen, wie Sie wissen. Und wir behandeln heute das Thema allgemeine Geschäftsbedingungen, das Ihnen hoffentlich schon ein wenig bekannt ist aus dem letzten Semester. Das würde aber nicht reichen, um unsere Vorlesung heute vollständig zu machen. Wir wollen auch noch ganz kurz als von der letzten Stunde noch offen gebliebenes Thema die Vertragsstrafe behandeln. Und wir gucken uns ganz kurz Regelungen für Verbraucherverträge und E-Commerce an. Das heißt 312 bis 312i BGB. So, bevor wir aber zu diesen spannenden Themen kommen, möchte ich noch ganz kurz wiederholen, was wir am Dienstag gemacht haben. Am Dienstag haben wir bekanntlich behandelt so spannende Themen wie Inhalt von Leistungspflichten. Dazu gehörten zum Beispiel Zinsen und dazu gehörte zum Beispiel, was weiß ich, so Sachen wie Aufwendungsersatz, Schadensersatz und ähnliche Dinge. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch düster daran, dass wir darüber gesprochen haben. Ist immerhin auch nur 2 Tage her. Die E-Mail-Adresse, die da unten steht, stimmt nicht. Da fehlt das Uni, nur falls jemand übersehen hat. Nicht Vot Jura Bonn, sondern Vot Jura Uni Bonn. Das sind alles Sachen, die wir behandelt haben. Sie müssen sich nicht wundern. So, dann schauen wir mal, was da rausgekommen ist. In einem Kaufvertrag ist der Kaufpreis das Entgelt für Übergabe und Übereignung der Kaufsache. Sie wissen, andere Fälle von Entgelt, zum Beispiel die Miete, zum Beispiel der Werklohn, zum Beispiel der Dienstlohn. Immer dann, wenn Geld für irgendwas anderes gezahlt wird, ist das das Entgelt. Wofür brauchten wir denn dieses mit dem Entgelt? Wofür mussten wir das wissen? Wo spielt das überhaupt eine Rolle, was eine Entgeltforderung ist? Ja? Verbraucherschutz, 312. Ja, da steht drin, ein entgeltlicher Verbrauchervertrag. Okay, da spielt es eine Rolle. Aber wo spielt gerade das Entgelt als solches eine Rolle, dass es um eine Entgeltforderung geht? Dass die einzelne Forderung ein Entgelt ist und nicht einfach nur eine Geldforderung, die so bezahlt wird, wie bei Schadensersatz oder bei Rückzahlung von Kaufpreis. Wo wird ausdrücklich gesagt, diese Regelung gilt nur für Entgelt? Was ich am Dienstag erklärt habe. Dienstag. Vor 2 Tagen. Wo gibt es eine besondere Regelung für Entgeltforderungen? Hören Sie mich! Sie können auch nach vorne kommen, da sind ganz viele Plätze frei. Das Mikro ist für die Kamera. Da kann ich reinbrüllen ohne Ende, das wird Ihnen nichts nützen. Ja? Sind wir einverstanden? Also wenn Sie mich besser nicht verstehen können, hier sind 2 Reihen frei. Also... Nein! Freie Platzwahl. Ist wie im Kino. Ja, eben nicht wie im Kino. So. Entgeltforderungen. Wo taucht das im Gesetz auf, meine Damen und Herren, in der letzten Reihe, die Sie nicht so schlecht verstehen können? Was meinen Sie denn? Hinten, letzte Reihe, Frau in einem
rötlichen Oberteil, die ich jetzt angucke. Lauter! Das ist schlecht. Wo steht es im Gesetz, meine Damen und Herren? So viele Regelungen haben wir nicht besprochen am Dienstag. Ja? Ja, Paragraph 288 Absatz 2. Wer von Ihnen würde mal vorlesen, damit wir alle sehen, dass das Wort Entgeltforderung da drin auftaucht? Keiner? Dann nehme ich jetzt zufällig jemanden dran. Und zwar Sie in der ersten Reihe. Hervorragend. Also bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen 9% über dem Basiszinssatz. Merken Sie sich das Wort Entgeltforderungen. Das bedeutet, es gilt nicht für die Rückzahlung von Kaufpreis. Es gilt nicht für Schadensersatz. Es gilt nur für die vertragliche Gegenleistung. Ja? Merken Sie sich 288 Absatz 2. Zweite Frage. Im Verzug sind Zinsen von 4% pro Jahr auf Geldforderungen zu zahlen. Das stimmt nicht. Was ist die richtige Aussage? Wie viel Prozent muss man im Verzug auf normale Geldforderungen, die keine Entgeltforderungen sind, zahlen? 4% über den Basiszinssatz? Was ist genau? Was ist denn der Unterschied? Wer hat von Ihnen Mathematik? Wer ist hier Law and Economics Student? Outen Sie sich jetzt. Was ist der Unterschied zwischen 4% Punkten und 4%? Wer von Ihnen hatte Mathe-Leistungskurs? Wer von Ihnen hatte in der 7. Klasse Mathematik, als man Prozentrechnung gemacht hat? Ja, meine Damen und Herren, wie rechnet man das denn aus? Was ist der Unterschied zwischen 4% und 4% Punkten? Machen wir mal eine ganz einfache Aufgabe. Sagen wir, der Basiszinssatz beträgt 5%, damit Sie einfach rechnen können. Was wäre jetzt 4% über dem Basiszinssatz? Wie würden Sie das ausrechnen? Ja? Das wären dann 5,5%, wenn 4% über dem Basiszinssatz wären und 4%-Punkte, dann wären es 9%. Hervorragend. Also, wenn Sie 4% über den Basiszinssatz berechnen wollten, müssten Sie hingehen und sagen, was sind denn 4% vom aktuellen Basiszinssatz? Wenn der Basiszinssatz also 5% beträgt, rechnen Sie aus. Sie verschieben die Zahl erstmal zwei Ziffern nach links, weil Sie 1% ausrechnen, und dann nehmen Sie das mal 4. Und dann kommen Sie damit rechnerisch auf den 4% vom Basiszinssatz. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen einfach nur 4 drauf addieren, plus Basiszinssatz. Mehr ist das nicht. Plus 4. Basiszinssatz plus 4. Also merken Sie sich, Prozentpunkte und Prozent meint nicht dasselbe. Achten Sie auf Ihre Worte. Am einfachsten haben Sie es, wenn Sie einfach aus dem Gesetz abschreiben. Sie müssen sich nichts merken, einfach nur das Gesetz abschreiben. Ja? Allerdings sind es 5%-Punkte, ja. Es sind 5%-Punkte in 288 Absatz 1. Die 4% kommen nur, weil es auf der Folie steht. Das ist etwas verwirrend. Also, klar der Unterschied? Gut. Kommen wir zur nächsten Aussage. Geldschulden darf man grundsätzlich mit Münzen und Scheinen oder per Überweisung erfüllen. Warum stimmt diese Aussage nicht? Ja, das BGB geht davon aus, Schulden muss man grundsätzlich in Bar bezahlen, das heißt in Scheinen oder Münzen. Wann dürfen Sie nur per Überweisung bezahlen?
So ist es. Wenn entweder ausdrücklich oder konkludent eine Vereinbarung geschlossen worden ist, dass ausnahmsweise auch eine Zahlung per Überweisung zulässig ist, und dafür genügt es bereits, wenn der Gläubiger seine Kontonummer angibt. Wenn jemand ihm seine Kontonummer sagt, sagt er damit, ich bin einverstanden, dass du Geld an mich überweist. Ja? Nächste Aussage. Die 249 bis 253 enthalten Regeln, wie Schäden zu ersetzen sind. Und wie sind Schäden zu ersetzen? Was haben wir da gesagt? Was ist der Grundsatz? Wie ersetze ich Schäden? Genau. Ich muss es in Natur wiederherstellen, so wie es vorher war. Wenn ich also jemandem Geld gestohlen habe, ist das einfach. Ich gebe ihm das Geld, was ich ihm weggenommen habe, einfach wieder zurück. Wenn ich etwas kaputt gemacht habe, muss ich es wieder reparieren. Wenn ich irgendjemanden belogen habe, dann muss ich den Schaden, den ich als Lügen angerichtet habe, wiederherstellen, indem ich ihm so stelle, als hätte ich die Wahrheit gesagt. Zum Beispiel, indem ich einen Vertrag rückabwickle oder ähnliches. Das sagt 249 Absatz 1. In der Praxis geht es aber meistens um Geld. Wann kriegt man Schadensersatz in Geld? Und welche beiden verschiedenen Arten müssen wir da unterscheiden? Steht auch im Gesetz, das müssen Sie nicht auswendig wissen. Ja gut, das ist ja einfach. Nach Fristsetzung, ohne Fristsetzung, die Unterscheidung ist relativ nutzlos, würde ich sagen. 250, 251 steht zwar eine Überschrift drin, aber das ist relativ unklar. Es geht um die Frage, wie wird der Schaden denn oder wie wird das Geld denn ermittelt? Was kriegen Sie ersetzt bei 249 Absatz 2 und 250? Was kriegen Sie da raus? Welches Geld wird Ihnen da bezahlt? Ja? Also der Kollege sagt, bei 249 Absatz 2 und 250 kriegen Sie die Vermögenseinbuße, die Sie ermitteln, indem Sie das Vermögen vorher und nachher vergleichen. Ich sage Ihnen, das stimmt nicht. Das kriegen Sie bei 251. Was kriegen Sie bei 249 Absatz 2 und 250? So ist es. Sie kriegen das Geld, was erforderlich ist, damit Sie selber den Zustand wiederherstellen können, der ohne Schädigen eigentlich bestanden hätte. Warum ist das was anderes, als das, was der Kollege eben gesagt hat? Warum ist das nicht zwingend die Wertdifferenz, sondern es kann einen anderen Betrag bedeuten? Klingt doch irgendwie gleich, ob Sie die Kosten der Wiederherstellung ersetzt kriegen oder die Wertdifferenz. Ist doch irgendwie gehopst wie gesprungen, würde man sagen. Wo ist der Unterschied? Ja? Ja. Finden Sie da auch ein Beispiel zu, ausdrücklich im Gesetz geregelt, was ich Ihnen auch gezeigt habe am Dienstag, dass die Wiederherstellung deutlich teurer sein kann als der Wert der Sache, die zerstört worden ist? 251 Absatz 2 Satz 2 bei Tieren. Genau, 251 Absatz 2 Satz 2 bei Tieren. Sie haben einen Hamster. Wie viel ist ein Hamster wert? Wer kennt sich hier aus? 5 Euro. Jetzt wird dieser Hamster von Ihrem Nachbarn getreten. Der tritt da drauf und der Hamster hat schwere Rippenbrüche. Jetzt sagt der Tierarzt, die Behandlung eines Hamsters mit Rippenbrüchen kostet 600 Euro. Und Ihr Nachbar sagt, 5 Euro gibt den neuen Hamster. Da viel Spaß damit. Dann sagt das BGB, kann er Ihnen nicht sagen, ich gebe dir 5 Euro für einen neuen Hamster, sondern er muss Ihnen den Tierarzt für Ihren Lieblingshamster bezahlen. Weil der Gesetzgeber sagt, die emotionale Bindung zum Tier hat Vorrang vor dem bloßen Geld. Ja? Also merken Sie sich, bei 249 Absatz 1 und 249 Absatz 2 und 250 geht es nicht
ums Geld. Das heißt, es wird auch kein Unterschied gemacht zwischen Vermögens- und Nichtvermögensschäden. Es wird einfach der Zustand wiederhergestellt, der ohne das schädigende Ereignis bestehen wird. In Natur, egal wie teuer. Egal, wenn es Milliarden kosten würde, die müssen bezahlt werden. Das kann aber im Einzelfall unfair sein. Und welche Regelung hilft Ihnen dann, wenn das zu teuer wäre, das wiederherzustellen? Was schützt Sie als armen Schädiger? Wenn der Hamster nur vom Spezialarzt in USA für 10 Millionen gerettet werden könnte, was hält Sie dann davon ab, dass Sie 10 Millionen zahlen müssen, um das Leben von Hamster Willi zu retten? Ja. Treu und Glauben. Sie können es auch einfacher haben. Wenn Sie in 51 Absatz 2 Satz 2 lesen, was steht da genau drin? Wenn Sie ihn ganz genau lesen, Wort für Wort, welches Wort ist hier das Entscheidende für unseren Fall mit 10 Millionen für Hamster Willi? Ja, unverhältnismäßig. Nicht bereits dann. Warum ist nicht bereits dann hier wichtig? Was heißt nicht bereits dann? Es kann trotzdem noch unverhältnismäßig sein. Das heißt, wenn es besonders krass wird, dass man sagt, das ist doch völlig unvernünftig, dann kann man sagen, dann gibt es nur 5 Euro. Sie fallen dann nicht etwa auf den niedrigstmöglichen Betrag zurück, sondern dann fallen Sie in der Tat auf den Wertverlust zurück. Also die Folge ist ganz fatal. Sobald Sie bei 251,2 sind, kriegen Sie nur den realen Wert. Sie kriegen nicht den höchsten Reparaturwert, der bezahlbar wäre. Dann haben wir noch gesprochen über 251 Absatz 1. Und 251 Absatz 1 soll den Geschädigten schützen. Wann spielt das eine Rolle? Sie kriegen die Reparatur und kriegen trotzdem noch Geld. Warum? So ist es. Bei einem Auto, selbst wenn das perfekt repariert wird, ist es nach jeder Reparatur weniger wert, weil man sagt, ein repariertes Auto ist weniger wert als ein Auto im Originalzustand. Selbst wenn ich es nachlackiert habe, sinkt es im Wert. Das heißt, die kriegen Lackierung plus zusätzlich noch Geld. Ja? Klar das System? Reparatur plus Geld. Während 251,2 ist, Geld statt Reparatur. Absatz 1, Geld und Reparatur. Absatz 2, Geld statt Reparatur. Wird der Schuldner Der Schuldner wird generell geschützt, wenn Sie in 251 Absatz 2 lesen. Der sagt ja, unverhältnismäßig ist immer, da muss er nur Wertersatz leisten. Also der Schädiger muss nur dann sozusagen reparieren, wenn es sich in einem vernünftigen Rahmen hält. Wir müssen also gucken, was würde ein vernünftiger Mensch tun? Würde er es nochmal reparieren oder würde er neu kaufen? Wenn der vernünftige Mensch neu kauft, gibt es nur Geld für Neukauf. Wenn der vernünftige Mensch repariert, kriegt er Geld für Reparatur. Und da gibt es einen gewissen Spielraum und der Spielraum geht immer zugunsten des Geschädigten, weil der Geschädigte das Opfer ist. Das Opfer soll geschützt werden. Der Täter hat keinen Schutz verdient. Ja? Gut, so viel zu diesem Thema. Letzte Aussage, 244 bis 272 enthalten Regeln, wie Sachen zu übergeben und zu beeignen sind. Die finden Sie da nicht. Sie können es dreimal durchblättern. Da steht nichts mit Übergabe und Übereignung. Wo steht was mit Übergabe und Übereignung im BGB? fortfolgende regeln die Übereignung im Sachenrecht, 854 regelt die Übergabe. Das heißt, dass in dem Sachenrecht, das kommt dieses Semester nicht dran, da steht im Schuldrecht schlicht gar nichts zu. Wie man übergeben und übereignen muss, lernen Sie erst nächstes Semester. Gut,
Dann können Sie gucken, wo wir dran sind. Heute kommen AGB und damit hätten wir dann das erste Kapitel abgeschlossen. Das erste Kapitel behandelt, wie Sie sehen, Inhalt und Entstehung von Schuldverhältnissen. Dazu gehört praktischerweise alles, was Sie im ersten Semester gelernt haben, wie man Verträge schließt und Ähnliches. Und dazu gehören hier im BGB die Paragraphen 241 bis 272 und die Paragraphen 311 folgende, die wir schon gemacht haben, 311 bis 311c. Viel mehr gehört dazu nicht. Danach beginnen wir am Montag mit dem zweiten Kapitel. Das zweite Kapitel regelt den Untergang von Leistungspflichten. Das heißt, das, was Sie prüfen als zweiten Punkt, nach Anspruch entstanden, prüfen Sie Anspruch untergegangen. Wir haben das in einigen Fällen hier in der Vorlesung schon behandelt, aber jetzt machen wir es sozusagen richtig. Ja? Da machen wir also ganz viel über 362, den Sie schon mal gehört haben, über dieses mit Annahmeverzug. All das kommt jetzt nochmal stundenlang nochmal. Ich habe Ihnen schon angekündigt, alles, was wir hier machen, kommt mindestens dreimal, damit Sie auf jeden Fall die Chance haben, alles zu verstehen. Und am Ende des Semesters schreiben Sie eine Klausur, wo dann alles drankommt. Nein, so lang ist die Klausur auch nicht. So, die Vertragsstrafe, das gucken wir uns jetzt mal näher an. Die ist im BGB geregelt, in 339 folgende. Wie funktioniert so eine Vertragsstrafe? Ganz einfach, Sie sagen, ich verspreche, dass ich das und das mache und wenn ich es nicht mache, dann zahle ich hier so und so viel Euro. Ein Beispiel, was Sie sich vielleicht vorstellen können, an jedem Zug steht drauf, wer in diesen Zug ohne Fahrkarte einsteigt, zahlt ein erhöhtes Fahrgeld von 60 Euro. Haben Sie schon mal gesehen? Steht da vorne dran. Das ist eine Vertragsstrafe. Sie sagen, ich steige nur ein, wenn ich vorher ein Fahrticket gekauft habe. Wenn Sie es nicht gemacht haben, zahlen Sie halt 60 Euro. Versprochen ist versprochen und sonst wird man bestraft. Das hat nichts, aber wirklich gar nichts zu tun mit Strafrecht. Also die Leute, die jetzt hier denken, oh, Strafzwecke, Generalprävention, Spezialprävention, irgendwelche mysteriösen Sachen, das können Sie mit Herrn Zatschik machen, aber nicht mit mir. Das hat hier nichts damit zu tun. Das ist schlicht, ich verspreche Geld, wenn ich mir meine Pflichten nicht halte. So, was müssen Sie wissen? 339 sagt Ihnen, wenn ich das versprochen habe, dann muss ich das bezahlen. Der definiert, was eine Vertragsstrafe ist. 342 sagt, worin kann die Strafe bestehen? Die Strafe kann nicht nur in Geld bestehen, Sie können auch versprechen, wenn ich dagegen verstoße, mache ich was. Ich mache einen Handstand, wenn ich die Klausur nicht bestehe. Das können Sie vereinbaren, dann ist es eine Vertragsstrafe. Das sagt 342. Und 340 sagt, wenn man neben der Vertragsstrafe einen Schadensanspruch hat, gilt die Vertragsstrafe als Mindestschaden. Das heißt, es wird auf den Schaden angerechnet und Sie haben eine Mindestsumme. Der Fall, den man öfter mal in der Presse liest, sind sogenannte strafbewährte Unterlassungserklärungen. Wenn Sie aus dem Internet Computerspiele, Filme oder irgendwas anderes Illegales runterladen, dann kriegen Sie ein nettes Anwaltsschreiben. Diese Anwaltsschreiben haben ungefähr 8 Seiten und auf diesen 8 Seiten finden Sie viele tolle Dinge, unter anderem diese tolle Erklärung. Und dann wird von Ihnen erwartet, dass Sie das unterschreiben. Und wenn Sie das unterschreiben, dann müssen Sie, wenn Sie nochmal denselben Film runterladen sollten, auf einmal eine Vertragsstrafe zahlen, die üblicherweise so 1.000 bis 2.000 Euro beträgt. Ja? Und die Höhe der Vertragsstrafe, was sehen Sie hier, wird nach billigem Ermessen bestimmt durch den anderen. Das hatten wir schon. Wo ist das geregelt? Mit diesem billigen Ermessen durch den anderen Teil bestimmt. Sie sehen, das kommt alles immer wieder hier im Schuldrecht. Ja? Hervorragend. 315 Absatz 1. Das heißt, der Gläubiger darf hier bestimmen, wie viel Geld er bekommen will. Weil das aber ungerecht sein kann,
gibt es in 343 eine Regelung, wenn er zu viel verlangt, dann kann das Gericht das auf einen angemessenen Betrag herabsetzen. Insofern kann Ihnen also nichts passieren. Die Vertragsstrafe heißt deshalb Vertragsstrafe, weil sie durch einen Vertrag entsteht. Und ein Vertrag setzt bekanntermaßen voraus zwei übereinstimmende Willenserklärungen, einen Antrag und eine Annahme. Ja, nicht schwierig. Wichtig ist, meistens hat man den Vertrag auch noch andere Regelungen und die Vertragsstrafe besteht nur, wenn auch die zugrunde liegende Pflicht besteht. Das heißt, Sie brauchen eine Pflicht und nur bei Verstoß gegen die Pflicht gibt es die Vertragsstrafe. Eine Vertragsstrafe ohne Pflicht kann es nicht geben. Die hängen immer untrennbar miteinander zusammen. Und, das werden wir gleich im Fall nochmal sehen, es gibt bei Vertragsstrafen in AGB eine besondere Verbotsklausel in 309 Nummer 6. Das sehen wir aber gleich in unserem tollen Fall. Ja, das lassen wir mal weg, weil das nicht interessiert. Was müssen Sie tun, um dieses Geld zahlen zu müssen? Wenn Sie sich zu einem Tun verpflichtet haben, versprochen haben, ich werde in der Klausur 18 Punkte schreiben, dann reicht es, wenn Sie dieses Ziel nicht erreichen. Dann reicht schlicht das objektive Nicht-Eintreten des Erfolges, nämlich dann, wenn es unmöglich geworden ist, weil Sie die Klausur halt endgültig geschrieben haben. Und wenn Sie gar nicht erst hingegangen sind, muss man Sie vorher auffordern. Es reicht aber nicht, wenn Sie der Blitz getroffen hat. Sie müssen auch eine Verantwortung dafür haben. Das nennt man vertreten müssen, das hatten wir schon mal. Vertreten müssen steht in 276. Sie müssen grundsätzlich absichtlich gehandelt haben bei der Verletzung oder es muss Ihnen zumindest das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt vorgeworfen werden können. Sie müssen also schlampiger sein als der Normalmann. Bei Unterlassen, sagt das BGB, reicht es schon, wenn Sie die Handlung vornehmen, die Sie nicht vornehmen sollen und grundsätzlich kommt es auf Vertreten müssen nicht an, aber man sagt, wenn ich hier oben immer Vertreten müssen brauche, brauche ich auch da unten. Wenn ich also sozusagen geschubst wäre, wenn ich einen Vertrag geschlossen habe, ich gehe nicht auf die Wiese meines Nachbarn, weil er diese mit viel Mühe geschnitten hat. Ja? Ich verpflichte mich, die Wiese meines Nachbarn nicht zu betreten. Und dann kommt irgendein Scherzbold und schubst mich, sodass ich mit Schwung auf die Wiese falle. Dann würde ich nach dem BGB die Vertragsstrafe zahlen müssen. Dieses Ergebnis finden aber alle ungerecht und deshalb sagt man, muss ich auch hier Vorsatz oder Fahrlässigkeit haben, man haftet nie für schuldlose Verstöße. Ja? Gut, einverstanden, toll. Wie hoch die ist, können Sie vereinbaren. Sie können sagen, 1 Million. Wenn sie zu hoch ist, kann die Vertragsstrafe aber auch wieder vom Gericht auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Ob sie zu hoch ist, entscheidet dann der Richter. Das ist alles, was Sie in Ihrem ganzen Leben jemals zu Vertragsstrafen wissen müssen. Sie werden überrascht sein, das kommt in der Praxis relativ oft vor. Wenn Sie zum Beispiel in eine Videothek gehen, macht heute keiner mehr, aber früher mal gab es Videotheken, als Sie noch jung waren, da konnte man DVDs ausleihen oder Blu-rays. Und das Problem war, wenn man die nicht rechtzeitig zurückgab, dann musste man da für jeden Tag, wenn man sie nicht zurückgibt, einen bestimmten Betrag bezahlen. Das war eine Vertragsstrafe. Weil der Betrag war höher als die normale Leihgebühr und sollte sie dazu zwingen, dass sie rechtzeitig zurückgeben. Sowas nennt man Vertragsstrafe. Das fällt unter diese Regelung. So, AGB-Kontrolle. AGB-Kontrolle ist eine Sache, wo jedes Mal, wenn ich es in der Klausur stelle, ich anfangen muss zu weinen. Warum muss ich anfangen zu weinen? Ganz einfach, weil sich alle die Finger wund schreiben und denken, sie müssten zu jedem einzelnen Punkt, den man sich vorstellen kann, irgendwie was schreiben. Die AGB-Kontrolle hat nämlich einen großen Vorteil, man kann sehr, sehr leicht ein Schema bilden, wo jeder einzelne Paragraph mal auftaucht. Ich kann Ihnen dazu Folgendes sagen. Sie müssen nicht zu jedem Punkt und Komma im BGB was sagen. Sie müssen nicht bei jedem Fall prüfen, ob die Beteiligten geschäftsfähig sind, ob die Beteiligten irgendwelche Vertreter haben, ob irgendjemand getäuscht worden ist, sondern nur, wenn der Fall einen Anlass dafür gibt. Gucken wir uns das bei der AGB-Kontrolle an. Der erste Schritt bei der AGB-Kontrolle ist, Sie müssen prüfen, ob das Ganze überhaupt anwendbar ist.
Und die allererste Norm, die man reingucken muss, das steht hier oben, ist 310 Absatz 4 BGB. Und 310 Absatz 4 BGB sagt Ihnen, dass im Rahmen des BGB grundsätzlich alle Verträge geprüft werden, außer Erbrecht, Familienrecht, Gesellschaftsrecht, Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Das heißt, wenn Sie einen Ehevertrag schließen, gibt es da keine AGB-Kontrolle. Sie können da tolle Sachen vereinbaren, auch wenn Sie das mit jeder Ihrer 20 Ehefrauen gemacht haben, ist es immer noch wirksam. Ja? Also für die Leute, die dann immer wieder heiraten und scheiden, die können jedes Mal denselben Ehevertrag nehmen, kein Problem. Ebenso bei Testamenten können Sie auch ein Muster für nehmen, ist völlig okay. In Klausuren spielt das praktisch keine Rolle. Sie werden im Arbeitsrecht im vierten Semester sehen, dass der 310 Absatz 4 Satz 2, der nämlich sagt, bei der Anwendung auf Arbeitsverträge sind die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten angemessen berücksichtigen. Wichtig ist, denn insbesondere hat er einen zweiten Halbsatz, der sagt, Sie dürfen bei Arbeitsverträgen 305 Absatz 2 nicht prüfen. Und nachdem ich das jetzt 10 Mal in Klausuren gesehen habe, kann ich Ihnen sagen, das steht da ausdrücklich drin. Warum das dann alle prüfen, weiß ich nicht. Ja? In diesem Zusammenhang gehört auch 306a, den Sie in Klausuren noch nie prüfen mussten. 306a BGB sagt Umgehungsverbot. Umgehungsverbot bedeutet, Sie dürfen das nicht durch andere Gestaltung umgehen. Sie können also nicht irgendwie geschickt AGB von jemandem anderen nehmen oder irgendwas Raffiniertes finden, was nicht nach AGB aussieht, aber trotzdem welche sind. Das kommt in Klausuren nie dran. Das können Sie schlicht vergessen, was im Gesetz steht. Ja? Nie. Vergessen Sie das. So. Und dann sind wir bei 305. 305 sagt Ihnen, wann eine AGB-Kontrolle eingreift. Und eine Sache, die ich oft gesehen habe, ist, dass die Leute übersehen, auch Privatleute können AGB verwenden. Und der praktisch häufigste Fall ist eBay-Kleinanzeigen oder eBay. Die Schwester meiner Freundin verkauft im Grunde alles bei eBay-Kleinanzeigen. Die schreibt immer drunter, die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Das Problem ist, wenn sie das jedes Mal drunter schreibt, ist das eine allgemeine Geschäftsbedingung. Warum? Weil es für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert ist und der andere bei eBay-Kleinanzeigen kein Mitspracherecht hat. Der muss das unter den Bedingungen nehmen, die ich da reinstelle. Nun ist die Schwester meiner Freundin nicht professionelle eBay-Händlerin. Nur die zieht irgendwie ständig um und jedes Mal, wenn die umzieht, verkauft die alle ihre Möbel. Und deshalb unterliegt die hier der AGB-Kontrolle. Ja? Das dürfen Sie nie vergessen. Es geht nicht um Verbraucherschutz. AGB hat nichts mit Verbrauchern zu tun erstmal. Jeder kann AGB verwenden. Vielzahl von Verträgen. 305 Absatz 1. Was bedeutet das? Vielzahl heißt mehr als einer und es heißt nach der herrschenden Meinung sogar mehr als zwei. Sie brauchen nämlich mindestens drei. Ja, das ist eine Mehrzahl, ist mindestens drei. Sie müssen aber nicht schon dreimal verwendet haben, sondern Sie müssen planen, es irgendwann mal im Laufe Ihres Lebens mindestens noch zweimal zu verwenden. Also einmal jetzt und zweimal später. Wenn Sie diesen Plan haben, reicht das völlig. Dann ist es schon beim ersten Mal eine AGB. Sie verwenden es heute und wollen es in 5 und in 10 Jahren nochmal verwenden. Für Ihre ersten Verkäufe bei eBay, für Ihre zweiten Verkäufe bei eBay und für Ihre dritten, alle 5 Jahre einmal, reicht, ist für eine Mehrzahl von Verträgen. Zweitens muss es vorformuliert sein. Vorformuliert bedeutet, Sie müssen es sich schon vor dem Vertragsschluss überlegt haben. Und zwar mindestens im Kopf. Das heißt, solange Sie erstmal spontan sich das einfallen lassen, ist es nicht vorformuliert. Und last but not least, es muss gestellt sein und der Gegenbegriff zu gestellt ist ausgehandelt. Gestellt heißt einfach, Sie haben es gesagt, der andere durfte nichts dagegen sagen. Der Gegenbegriff ergibt sich aus 305 Absatz 1 Satz 3, es wurde ausgehandelt. Das bedeutet für Sie in der Klausur auch, wenn Sie geprüft haben, dass es gestellt ist, müssen Sie 305 Absatz 1 Satz 3 nicht nochmal nachprüfen, weil es der gleiche Prüfungspunkt ist. Das ist einfach nur die Umformulierung von gestellt. Ja? Sie müssen nicht jeden Punkt dreimal prüfen.
Sie wissen vielleicht auch, jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir gleich machen, 310 BGB enthält in Absatz 3 bestimmte Erweiterungen. Und zwar, wenn Sie Nummer 1 gucken, steht da drin, AGB gelten vom Unternehmer gestellt. Das heißt, es wird fingiert. Wenn wir nicht genau wissen, wie die zustande gekommen sind, wird gesagt, dann war es der Unternehmer schuld. Der Verbraucher wird nicht derjenige sein, der seine AGB vorliegt. Das heißt, bei der Voraussetzung gestellt, können Sie auf die Vermutung zurückgreifen. Wenn Sie es nicht wissen, sagen Sie, es wird vermutet nach 310 Absatz 3 Nummer 1. Und ansonsten haben wir noch in 310 Absatz 3 Nummer 2 eine Erweiterung der Anwendung auf Fälle, wo keine AGB vorhanden sind, sondern das Ganze nur einmal verwendet werden soll. Das heißt, wir haben eine Ausnahme von der Voraussetzung Nummer 2. Auch das müssten Sie prüfen, wenn ein Verbrauchervertrag vorliegt, das heißt ein Verbraucher, was von einem Unternehmer erwirbt, oder umgekehrt ein Unternehmer, was von einem Verbraucher erwirbt. Sie kennen das, Rebuy.com zum Beispiel. Sie können da Ihren alten Schrott hinschicken und die überweisen Ihnen Geld. Das ist ein Vertrag, wo der Verbraucher der Verkäufer ist und der Unternehmer der Käufer ist. Das gibt es auch. Ja? In 99% der Klausuren steht im Sachverhalt einfach nur, A verwendet folgende AGB. Dann brauchen Sie diese Punkte alle nicht zu prüfen, weil Sie können sagen, es steht im Sachverhalt schon, dass es AGB sind. Da müssen Sie ja gar nicht diskutieren. Genauso wie wenn im Sachverhalt steht, A und B schließen einen Vertrag, müssen Sie nicht über Willenserklärung diskutieren, weil Sie wissen, dass ein Vertrag vorliegt. Sobald im Vertrag steht, das und das liegt vor, müssen Sie es nicht mehr diskutieren. Dann kommt 305 Absatz 2. Wie gesagt, ich habe Ihnen schon gesagt, keine Anwendung, wenn Arbeitsvertrag, und keine Anwendung, wenn Vertrag mit Unternehmer auf der anderen Seite. Ja, also wenn die AGB gegenüber einem Unternehmer verwendet werden, dann ist das egal. Dann brauchen Sie das auch nicht mehr zu prüfen. Dann gilt ganz normal BGB-AT, das heißt, Sie müssen prüfen, sind die AGB zugegangen, in den Machtbereich des Empfängers so gelangt, dass er die Möglichkeit zur Kenntnisnahme hatte. In allen anderen Fällen prüfen Sie 305 Absatz 2. Da steht dann drin, Sie prüfen Hinweis oder Aushang. Das heißt, es muss irgendwo stehen, es gelten unsere AGB. Es gelten die AGB, die Sie irgendwo abrufen können. Wenn Sie mal nach Kaufhof gehen, gibt es dann Aushang, es gelten unsere AGB oder auf dem Kassenbon steht das drauf. Zweitens muss die Kenntnisnahme zumutbar sein. Im Internet reicht es, wenn ein Link ist. Sie klicken da drauf und können das Zeug durchlesen. Die müssen Ihnen nicht übergeben werden. Die müssen Ihnen also nicht die AGB in die Hand drücken. Es reicht, wenn Sie selber angucken können. Und Sie brauchen ein Einverständnis. Das Einverständnis kann ausdrücklich oder konkludent sein. Im Zweifel, wenn Sie den Vertrag schließen, haben Sie sich auch mit den AGB einverstanden erklärt. Das Einverständnis fehlt nur, wenn Sie ausdrücklich widersprechen und sagen, für mich gelten die AGB nicht, indem Sie zum Beispiel durchstreichen oder ändern. Dann haben Sie die AGB nicht sich mit einverstanden erklärt. Dann der Vorrang der Individualabrede. Obwohl Sie AGB haben, haben Sie zusätzlich noch einen individuellen Vertrag, dann wird gesagt, die Individualabrede hat immer Vorrang und völlig fernliegend im Normalfall überraschende Klausel. Das hat zwei Voraussetzungen. Erstens muss es so unübersichtlich sein, dass Sie es nicht entdecken können. Es muss also versteckt sein. Und zweitens muss es inhaltlich so überraschend sein, dass Sie ja nicht ohnehin mitrechnen müssten. Zum Beispiel, wenn da irgendwie steht, der Käufer verpflichtet sich, einmal im Jahr ein Schwein zu spenden oder sowas. Ja, der Käufer gibt dem Verkäufer jedes Jahr ein geschlachtetes Schwein, das wäre überraschend, damit rechnen Sie nicht. Wenn dagegen steht, die Gewährleistung ist ausgeschlossen, ist das nicht überraschend, weil damit können Sie durchaus rechnen. Das ist eigentlich in vielen Kreisen durchaus üblich. Und dann kommen wir zu dem Thema, was in der Klausur am schwierigsten ist, die Inhaltskontrolle. Die Inhaltskontrolle setzt erstmal voraus, dass überhaupt was anderes im Vertrag drinsteht als im Gesetz. Wenn dasselbe drinsteht wie im Gesetz, dann können Sie keine Inhaltskontrolle durchführen. Wenn das Gesetz überhaupt keine Vorgaben trifft, können Sie auch keine Inhaltskontrolle durchführen.
Sie können also keine AGB-Kontrolle bezüglich des Preises vornehmen. Sie können nicht sagen, das ist aber zu teuer, deshalb Verstoß gegen 307. Preis hat das Gesetz keine Vorgaben zu. Und dann prüfen Sie ganz normal erst 309 und dann 308. Das ist nicht so schwierig. Das kriegen Sie hin. Und dann, last but not least, 307. 307 BGB, da ist die Reihenfolge auch wichtig. Sie fangen an mit Absatz 1, Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2, Nummer 1. Wenn das nicht vorliegt, Absatz 2, Nummer 2. Wenn das nicht vorliegt, Absatz 1, Satz 1 in Verbindung mit Satz 2. Und dann ganz am Ende auf die Generalklausel. Das ist die einfache Reihenfolge. Und die Rechtsfolge steht auch im BGB in 306. Es wird einfach nur die Klausel rausgestrichen. Das wirft nur die einzige Frage auf, was ist eine Klausel? Jetzt könnten Sie meinen, das, was unter einem Paragraphen steht. Das heißt, wenn die AGB einfach nur einen Paragraphen haben, wo der gesamte Text drin steht, wird das die Klausel, dann wird der gesamte Vertrag wegzustreichen. Das ist nicht der Fall. Unter Klausel versteht man eine gedankliche Sinneinheit. Das heißt, egal ob unter einem oder mehreren Paragraphen steht, es wird geguckt, macht das ohne den Rest Sinn. Der BGH wendet dazu einen sogenannten Blue-Pencil-Test an und der besteht schlicht darin, man überlegt sich, macht dieser Satz noch Sinn, wenn ich den Teil einfach mit einem Stift rausstreiche. Ja, Sie müssen sich vorstellen, nehmt einen Stift, streicht den Teil raus und macht das, was übrig bleibt, noch einen Sinn. Und wenn das der Fall ist, reicht es, wenn ich diesen Teil einfach nur rausstreiche. So, nach dieser tollen Einführung jetzt ein Fall, der Sie alle persönlich interessieren wird. Das Fitnessstudio. Der S, nennen wir ihn Sportler, ist Kunde in einem Fitnessstudio. Und in diesem Fitnessstudio hat er einen Vertrag unterschrieben, einen Mitgliedschaftsvertrag, damit er die Fitness-Club-Studio-Karte kriegt. Und da steht auf der Rückseite, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die können Sie am Aushang lesen. Und die AGB enthalten unter anderem folgenden brillant formulierten Paragraphen: Bei Unwirksamkeit einer Vertragsklausel ist eine Anpassung der Verträge vorzunehmen, insbesondere sind die zu erbringenden Nutzungspauschalen den danach geltenden Bedingungen anzupassen. Das ist die erste Regelung, die diese AGB enthalten. Jetzt geht unser Fall los. Unser S ist ein Sparfuchs. Ja? Er denkt sich nämlich, ich könnte natürlich an der Erfrischungslounge des Fitnessstudios einen Energydrink kaufen. Der kostet da ungefähr 18 Euro für einen Becher mit 0,2. Ich kann aber auch einfach meine Wasserflasche mit Leitungswasser gefüllt mitnehmen. Die kostet mich ungefähr 0,2 Cent. Also, ich bin sparsam, ich nehme meine Wasserflasche weg. Das macht er und er wird vom Trainer mit der Wasserflasche ertappt. Und der Trainer dreht sich um, zeigt auf die Wand und da stehen die AGB und siehe da, Paragraph 2 der AGB regelt, es ist den Mitgliedern des Fitnessstudios untersagt, eigene Getränke in die Trainingsräume zu bringen. Bei Verstößen sind die Mitglieder verpflichtet, eine Vertragsstrafe von 40 Euro an das Fitnessstudio zu zahlen. Und unsere Fallfrage lautet, kann F gleich Fitnessstudio von S gleich Sportler Zahlung von 40 Euro aus 339 BGB verlangen? Und wie prüfen wir sowas? Indem wir erstmal einen Obersatz bilden. Wie lautet unser Obersatz für diesen Fall? Obersatz. Das ist nicht schwierig. Das kriegen wir hin. Ja? Ich könnte eine Rechnung für 40 Euro aus
Also F könnte gegen S einen Anspruch auf Zahlung von 40 Euro haben, weil S eine Wasserflasche in das Fitnessstudio mitgebracht hat. Was setzt das voraus? Frage Sie jetzt mal so. Steht das im Gesetz, dass man immer 40 Euro zahlen muss, wenn man eine Wasserflasche mitbringt? Ja? Ja, zunächst einmal müsste ein Vertrag zwischen F und S bestehen. Gibt es zwischen F und S irgendeinen Vertrag? Was sagen Sie dazu? Sie als Fitnessstudio-Kunden, gibt es einen Vertrag oder geht man da einfach so hin? Ja? Ja. Ja, es ist ein Vertrag, der ist so ein bisschen mit Mietvertrag und ein bisschen mit Dienstvertrag. No. Kaufvertrag wird er nicht sein, weil der kriegt ja irgendwie nichts. Und das ist immer ein typgemischten Vertrag, der hat ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Spielt aber keine Rolle, was es ist. Es gibt auf jeden Fall irgendeinen Fitnessstudio-Vertrag. Gut, jetzt wissen wir, es gibt einen Vertrag. Führt dieser Vertrag automatisch dazu, dass man 40 Euro zahlen muss? Warum haben wir da vielleicht ein Problem? Ja, der Vertrag müsste wirksam eine Pflicht zur Zahlung von 40 Euro begründen. Da diese Pflicht sich nur aus den AGB ergibt, müssten diese AGB wirksam einbezogen worden sein. Wie bezieht man AGB ein? Ja. Ja, wir haben drei Voraussetzungen, die wir sauber trennen müssen. Was ist die erste Voraussetzung? Ja? Oh, dass sie anwendbar sind. Okay, haben wir da ein Problem? Nein. Es liegen ja AGB vor, steht im Sachverhalt drin, haben Sie eben gesehen. Wir verweisen auf allgemeine Nutzungsbedingungen, die ausgehängt sind. Das sind ziemlich offensichtlich AGB. Da steht aber nicht Geschäftsbedingungen, sondern Nutzungsbedingungen, aber das macht keinen Unterschied. Dass AGB vorliegen, ist klar. Wann werden die AGB Vertragsbestandteil? Müssen sie bei Vertragsschluss vorliegen? Woraus entnehmen Sie das? Ja, im Gesetz schon mal gut. Wo steht im Gesetz, wie AGB Vertragsbestandteil werden? Ja? Ich habe gerade... Ja? 305 Absatz 2. Und was setzt der voraus? Ja, haben wir den? Ja. Wo steht das? Ist das der Hinweis, dass Sie am Eingang ausgehängt sind? Genau. Der Hinweis ist hier, das Vertragsformular verweist darauf, dass allgemeine Nutzungsbedingungen Vertragsbestandteil werden. Das ist der Hinweis. Also das Vertragsformular ist der Hinweis. Was ist denn dann dieser Aushang? Wofür brauchen wir den denn? Ja? Genau. Die Möglichkeit der Kenntnisnahme ist hier gewährleistet durch den Aushang. Deshalb brauchen wir keine Aushändigung. Es muss also nicht sozusagen bei vertraglos übergeben werden. Es reicht, dass er an die Wand gehen kann, das da nachlesen kann. Das heißt, das haben wir auch. Und was ist die dritte Voraussetzung? Ja. Und, ist er einverstanden? Ja. Er widerspricht nicht, also ist er einverstanden. Damit ist die Einbeziehung unproblematisch gegeben. Gut, ist der Fall damit gelöst? Wissen wir jetzt muss er 40 Euro bezahlen.
Ja. So ist es. Die Klausel müsste auch einer Inhaltskontrolle standhalten. Und wie machen wir das bei der Inhaltskontrolle? Wo finden wir da was? Ja? Ja, womit fangen wir an, wenn wir ganz sauber prüfen? Bei der Inhaltskontrolle? Genau. Wir fangen mit den Klauselverboten ohne Wertungsmöglichkeit in 309 an. Warum fangen wir mit denen an und nicht mit denen mit Wertungsmöglichkeit oder mit der Generalklausel? Wir können ja auch mal bei der kleinen Paragraphennummer anfangen. Warum fangen wir mit 309 an? Ja, weil, ja, da müssen Sie nicht groß diskutieren. Entweder die liegen vor oder die liegen nicht vor. Sie müssen nicht irgendwelche komischen Zumutbarkeitserwägungen oder Ähnliches machen. Sie können einfach sagen, liegt vor, Problem gelöst. Kommt denn irgendwas davon in Betracht? Wenn Sie 309 so durchlesen. Nummer 6. Ja, Nummer 6 spricht ausdrücklich von Vertragsstrafen. Liegt hier ein Verstoß gegen 309 Nummer 6 BGB vor? Was hat der gemacht? Erinnert sich noch Düse daran? Was ist der Vorwurf? Genau. Wenn man eigene Getränke mitnimmt, muss man 40 Euro zahlen. Ist das einer der Fälle, die in 309 Nummer 6 geregelt ist? Er könnte sich dadurch vom Vertrag lösen, wenn der Vertrag unterlassen, vorschreibt, unterlassen, der eigene Getränke. Was sagt das Gesetz genau? Wofür muss die Vertragsstrafe bestimmt sein? Ja. Ja, wer ist denn der andere Vertragsteil hier in diesem Sinne? Genau. Das heißt, dass der S hier sich vom Vertrag löst. Löst der S sich vom Vertrag, also will er den Vertrag hier nicht mehr haben. So ist es. Er will den Fitnessstudio-Vertrag durchaus behalten, er will nur keine Getränke haben. Das heißt, das liegt nicht vor. Geht es hier um die Nichtabnahme oder verspätete Abnahme der Leistung, Zahlungsverzug oder irgendwas in der Richtung? Ich hätte daran gedacht, dass diese Vertragsstrafe ja sanktioniert, dass er nicht die Getränke der Fitness, also die Lounge kauft, also dass sie quasi die Nichtabnahme dieser Getränke sanktioniert. Ja, hat er denn eine Pflicht, Getränke abzunehmen? Frage ich Sie. Sagt der Vertrag, er muss was trinken? Nein. Aber wenn es keine Pflicht zur Abnahme gibt, kann es auch keine sanktionierende Nichtabnahme geben. Ja, also was stellen wir fest zu unserem 309 Nummer 6? Ja, unser AGB halten der Kontrolle nach 309 Nummer 6 stand. Gut. Ist der Fall damit jetzt endlich gelöst? Was meinen Sie? Fertig? Ja, Pech gehabt. Muss er 40 Euro zahlen? Ja, dann prüfen wir 308 Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. Fällt Ihnen dazu irgendwas ein? Wenn Sie es mal so grob durchgehen von den Überschriften her, ist da irgendwas dabei, was uns passt? Irgendwas? Nein. Was machen wir in der Klausur, wenn da nichts passt? Wir schreiben kein Wort dazu und sagen einfach, was machen wir als nächstes? Wenn wir in 308 nichts finden, was prüfen wir dann? Ja? 307. Wir prüfen also 307 und bei 307 gucken wir mal,
haben wir hier eine Abweichung von wesentlichen Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung oder wesentliche Rechte, Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben. Was meinen Sie? Das können wir erstmal so sagen. Der Vertrag verpflichtet nur dazu, dass man Sport macht. Das kann er ja. Von Getränken steht da gar nichts drin. Aber ganz so eng müssen wir es vielleicht nicht sehen. Überlegen Sie mal, wenn Sie im Fitnessstudio sind und da machen Sie, was machen die Frauen? Spinning. Sie machen eine Stunde Spinning, Hardcore-Spinning. Was ist das praktische Problem, was dabei auftreten wird? Ja. Ich würde das Trinken als wesentliches Recht beim Sport ansehen, weil es ja auch ohne Trinken Sport macht. Ja, man sagt, der menschliche Körper braucht Flüssigkeit, wenn er welche verliert beim Sport. Und deshalb ist es ein Recht des Sportlers, während seiner Aktivität auch was zu trinken. Gut, was sagen Sie, ist ja schön. Aber jetzt die Frage, warum machen wir diese Klausel da rein? Wenn doch die Sportler was trinken sollen, die wollen nicht, dass die ganzen Leichen da liegen. Die wollen nicht, dass die Leute sterben beim Sport. Das mag auch nicht so gut fürs Image sein. Ja, ist auch schön. Ja? Der möchte gerne Geld haben, dadurch, dass die Leute an seiner Bar seine Getränke abnehmen. Ist das verwerflich? Darf man das nicht? Was meinen Sie dazu? Ja? Ich würde sagen, es schränkt die freie Entscheidung ein, dass man sagen kann, ich kaufe jetzt beim Studiobetreiber, ich bringe mein eigenes Getränk. Ja, wenn Sie jetzt mal ein Beispiel, wenn Sie ins Restaurant gehen und sagen, nee, ich brauche keine Cola, ich habe meine eigene Flasche mitgebracht, hätten Sie damit ein Problem? Ich frage mal nur so. Nur so. Naja, da geht es ja um was anderes. Also im Restaurant geht man ja gerade hin, um zu essen und zu trinken. Und ins Fitnessstudio geht man gerade hin, um Sport zu machen und eben nicht, um zu trinken. Und von daher sind es schon zwei unterschiedliche. Was sagen Sie denn dazu? Meine Oma, wenn die ins Restaurant geht, zum Griechen zum Beispiel, dann bringt die immer ihre eigene Mayonnaise mit, weil die Mayonnaise vom Restaurant nicht mag. Und nun, die Mayonnaise im Restaurant kostet 15 Cent, wenn sie da echt noch Mayonnaise zu bestellen für den Pommes. Und meine Oma bringt immer ihre eigene Mayonnaise mit. Ist das okay? Das ist echt so, das ist keine Erfindung. Also, ich würde Ihnen das meine Oma mitbringen, aber die ist gerade nicht hier. Meine Oma, eine ganz schlimme Verbrecherin sozusagen. Ja? Also der Unterschied dürfte sein, im Restaurant buchen Sie ein Gesamtpaket mit Essen und Trinken. Das heißt, die Hauptleistung liegt gerade in Essen und Trinken. Im Fitnessstudio zahlen Sie nur dafür, dass Sie die Geräte benutzen können und vielleicht noch einen Trainer kriegen, der Ihnen Tipps gibt. Das heißt, da ist über Getränke gar nicht geredet. Das heißt, der Fitnessstudiobetreiber hat kein berechtigtes Interesse daran, Ihnen seine Getränke zu verkaufen. Was würden Sie denn sagen, wenn der Fitnessstudiobetreiber jetzt sagt, ja, aber wenn da jeder mit seiner Flasche kommt, dann habe ich hinterher überall Wasserflecken und so leere Plastikflaschen rumstehen. Das will ich ja nicht haben. Ist das eine Rechtfertigung für die Regelung? Ich möchte keine Plastikflaschen und keine Wasserflecken auf meinen Sachen. Gutes Argument? Es gibt ja
So ist es. Sie müssen bei der AGB-Kontrolle so ein bisschen wie im öffentlichen Recht überlegen, gibt es ein milderes, gleich geeignetes Mittel, um das Ziel zu erreichen? Und wenn es das gibt, ist die Klausel ein Verstoß gegen 307. Wenn also gesagt wird, der will nur seine Getränke verkaufen, dann ist das kein berechtigtes Interesse, denn er hat keinen Anlass, seine Sachen zu verkaufen, er kann den Preis erhöhen. Wenn er sagt, Mitgliedschaft kostet 100 Euro, dann muss er keine Getränke mehr verkaufen. Zweitens, wenn es um den Schutz seiner Geräte geht, müsste er bestimmte Formen von Getränken vorschreiben, das kann er auch. Ja. Ich weiß. Ja, das hätte ich auch gesagt. Ich nie. Ja, also in der Tat, wie ist es denn im Kino? Im Kino verkaufen die Ihnen auch ganz viel Popcorn, sagen wir, für den ungefähr 10-fachen Preis, den Sie sonst dafür bezahlen wollen. Oder wenn Sie eine Cola trinken wollen im Kino, zahlen Sie ungefähr das 8-fache von dem, was Sie da auf dem freien Markt bezahlen. Also, ja. Ich war mal im UCI und da habe ich eine Cola gekauft. Und wissen Sie, wie teuer die war? Nein, aber was sagen Sie dazu? Im Kino. Darf ich da sagen, die AGB-Klausel, die es da gibt, die sagt, wenn Sie eigene Sachen mitnehmen, dann müssen Sie eine Vertragsstrafe zahlen. Und zwar relativ hohe sogar. Ist diese Regelung genauso unwirksam wie unsere Fitnessstudio-Regelung? Sie jetzt als Kinobesucher. Nein, machen Sie erstmal. Also Sie sagen, das Kino hat eine Nichtkalkulation, Ticketpreis plus Essen und deshalb ist das gut so. Ja, was meinen Sie? Aha. Naja, also. Ja. Ja. Mhm. Haben wir ja beim Kino, ist halt die Frage, ob er auch das Recht hat, ob du dann da jetzt unbedingt einen Trick hast, wenn zwei Stunden oder so in einem Film sitzt. Also auch so überlebt. Ja, hervorragend. Das ist der entscheidende Unterschied. Beim Fitnessstudio sagen wir, sie verlieren Flüssigkeit ohne Ende und wenn sie nichts trinken, dann werden sie umkippen und sterben. Wenn sie im Kino sitzen, werden sie kaum große körperliche Aktivitäten machen. Naja, hängt vom Kino ab, würde man jetzt sagen, wem sie da sind, aber. nein. Im Kino brauchen Sie im Zweifel keine Nahrung und Flüssigkeit. Sie können ja vorher was essen oder nachher. Das heißt, Ihr Interesse ist nicht so schutzbedürftig im Fitnessstudio, dass Sie Wasser kriegen. Also im Kino ist es okay, dass Sie sagen, wir verpflichten Sie nur das zu essen, was wir anbieten. Denn Sie haben kein berechtigtes Interesse, ja, während den zwei Stunden irgendwas zu essen. Wenn Sie diesen Zusatzservice nutzen wollen, selber schuld. Ja? Sehen Sie den Unterschied? Fitnessstudio, Sie verdursten. Kino, sie fressen sich voll. Für Vollfressen gibt es keinen Anspruch. So, damit wären wir fast am Ende. Die Klausel ist also unwirksam. Aber jetzt kommt die Pointe dieses tollen Falles, den ich für Sie ausgedacht habe. Gucken Sie sich nochmal diesen Paragraphen 4 der AGB an. Das ist ein juristischer Stunt, könnte man sagen. Was sagen Sie zu diesem Paragraphen 4? Ja? Ja, also wenn jetzt der Paragraph 5 gestrichen wird, dann hat das Fitnessstudio ja weniger Umsatz. Paragraph 4 sagt, in dem Moment, wo das passiert, können wir die Pauschale, also den Betrag des Fitnessstudios erhöhen. Ja. Das heißt also automatisch, okay, die Klausel unwirksam, dann zahlen Sie halt jeden Monat 5 Euro mehr und zwar rückwirkend ab dem Moment der Unwirksamkeit. Frage, ist das so okay?
Ja, also man könnte über die Idee kommen, dass es ein Fall der Umgehung nach 306a ist. Blöderweise soll der 306a nur dazu dienen, dass man halt die 305 Folgen nicht umgeht. Das ist ja hier nicht der Vorwurf. Wovon weicht diese Regelung ab? Wo ist das anders als das BGB? Wo kommen wir zu einem anderen Ergebnis? Was würde das BGB denn sagen, was passiert? Ja, das BGB würde sagen, dass nach 306 Absatz 1 einfach die Klausel ausgestrichen wird und der Rest des Vertrages ungültig bleibt. Das heißt, wenn wir das Ganze auf 307, auf die Generalklausel beziehen, dann haben wir einen Verstoß gegen die gesetzliche Regel, die so betroffen ist. Ja, genau das ist das Problem. Also 306 Absatz 1 sagt, es wird einfach nur der unwirksame Paragraph rausgestrichen, hier unser Paragraph mit dem Wasser, und alles andere bleibt gleich. Diese Klausel sagt, wenn der eine Paragraph rausgestrichen wird, ändert sich auch alles andere. Das heißt, die Sachen widersprechen sich. 306 sagt, bleibt, und der sagt, bleibt nicht. Diese Klausel ist aber auch eine AGB, und wir müssen sie genauso an 307 prüfen. Und wenn wir 307 Absatz 2 Nummer 1 sehen, steht dann da, es wird von wesentlichen Grundgedanken einer gesetzlichen Regelung abgewichen. Und diese gesetzliche Regelung ist hier 306 Absatz 1. Von der weicht das ab. Und deshalb ist diese Klausel hier unwirksam. Ja? Eine Frage, 308 Nummer 4, ein Änderungsvorbehalt. Die Vereinbarung, die dem anderen ein Recht zuspricht, den Vertrag zu ändern, das haben wir hier nicht. Das ist ja eine automatische Änderung. Das ist ja keine Änderung durch Erklärung oder irgendwas. Das heißt, es ist kein Vorbehalt einer Vertragsänderung durch einseitige Erklärung, sondern es ist einfach eine automatische Umdeutung. Das heißt, es wird nicht darunter fallen. Also Sie sehen, das war nicht so schwer. Weil das so toll ist, habe ich Ihnen noch einen zweiten AGB-Fall mitgebracht aus meinem reichhaltigen Fitnessstudio-Repertoire. Ich als großer Freund der Fitnessstudios gucke mir diese AGBs sehr aufmerksam an. Also unser S wieder im Fitnessstudio. Und diesmal hat er ein Problem. Er hat nämlich seine Sachen in den Spind getan. Und unter anderem sein Portemonnaie, denn es ist etwas unbequem, wenn Sie da Fitness machen und dann das Portemonnaie dabei haben, weil wenn das durchschwitzt, das ist richtig eklig. Ja, also Sie wollen das gar nicht im Detail wissen. Und nun ist es aber so, dass die Rückwand vom Spind nicht richtig angebracht ist und daher irgendein schlauer Mensch auf die Idee kommt, ich greife da mal rein und nehme das Portemonnaie kurz raus. Dann kommt er wieder vom Fitness. Und Portemonnaie ist weg und es fehlen ihm insbesondere 250 Euro in bar, die dort drin waren. Wer hat 250 Euro in bar dabei? Ich nicht, also bei mir lohnt es sich nicht zu klauen. Aber hier unser S. Und unsere Frage lautet, hat S einen Anspruch auf Zahlung der aus dem Spind gestohlenen 250 Euro aus 280.1? Und hier wieder unsere AGB, Sie sehen das im grauen Kästchen unten, eine Haftung für mitgebrachte Kleidung, Komma, Wertgegenstände und Geld ist ausgeschlossen. Und das ist keine untypische AGB. Auch die Wasser-AGB ist keine untypische. Sie werden es nicht glauben, aber es kommt öfter vor. Und jetzt müssen wir was prüfen? Unseren Lieblingsanspruch aus 280.1. Was setzt der denn voraus? Ja? Ein Schuldverhältnis. Haben wir hier ein Schuldverhältnis zwischen S und F? Ja? Ja, denselben Vertrag wie eben, diesen Fitnessstudio-Vertrag. Also ein Schuldverhältnis haben wir. Was brauchen wir noch für 280? Ja? Eine Pflichtverletzung. Worin könnte hier die Pflichtverletzung liegen? Was werfen wir hier dem Fitnessstudio vor? Keine ordnungsgemäße Sicherung der Spinde, also der Wertsachen der Kunden. Jetzt sage ich Ihnen, woraus ergibt sich das denn? Steht ja nichts von dem Vertrag. Ja, könnte man meinen. Es könnte sich aus 241 Absatz 2 als Rücksichtnahmepflicht ergeben.
Nämlich er muss Rücksicht nehmen auf hier das Eigentum der Sportler. Würden Sie sagen, das ist hier hinreichend Rücksicht genommen, wenn er irgendwelche Spinde dahinstellt mit kaputten Rückwänden? Ist das Rücksicht? Sie jetzt als Kenner des Fitnessstudios, was erwarten Sie da? Ja? Ja. Also das wird nicht dem genügen, was man erwarten kann als normaler Kunde. Das heißt, das ist nicht. Die Pflicht ist verletzt, er hat also keine hinreichende Rücksicht genommen. Was brauchen wir denn als dritte Voraussetzung? Ja? Wir brauchen das vertreten müssen. Und wo finden wir Regelungen zum Vertreten müssen? 276 und die Norm, die danach kommen. Und was sagt uns 276 grundsätzlich? Ja, er hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Was bedeutet Fahrlässigkeit? Ja, da steht in 276 Absatz 2, das außer Acht lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Würden Sie das bejahen? Ja, der war hier dümmer als der Normalmensch, also fahrlässig. Und jetzt kommen wir zum Problem. Der 276 Absatz 1 sagt aber, wenn nicht etwas anderes bestimmt ist. Sehen Sie das? 276 Absatz 1 sagt, wenn nichts anderes bestimmt ist. Und hier könnte etwas anderes bestimmt sein, weil hier steht nämlich, eine Haftung ist ausgeschlossen. Das heißt, ich habe nichts zu vertreten. Eine schlaue Regelung, die er da getroffen hat. Ja? Haftung ausgeschlossen. Was sagen Sie? Ist das so okay? So ist es. Wir müssen prüfen, ob Paragraph 3 der AGB vereinbar ist mit den Regelungen zu den AGB, das heißt mit 309, 308 und 307 BGB. Und dann gucken wir wieder da rein, sagen, Einbeziehung ist der Fall und wir kommen jetzt zu dem Problem Inhaltskontrolle. Ach, da steht die Nummer, das ist ein bisschen unfair. Das sollen Sie nicht sehen, gucken wir mal wieder weg. Wogegen könnte das denn verstoßen? Ja. Hervorragend. Also 309 Nummer 7 sagt in Buchstabe A Körper, Leben, Gesundheit. Das ist hier nicht betroffen, weil er ausdrücklich sagt, es geht nur um Wertgegenstände und Geld. Aber Nummer B sagt, ein Ausschluss der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Da hier nicht drin steht, für grob fahrlässige Pflichtverletzung werde ich haften, muss man unterstellen, dass auch das erfasst sein soll. Und damit ist die gesamte Klausel unwirksam. Das heißt, es kommt nicht darauf an, ob er grob fahrlässig gehandelt hat, sondern es reicht dann wieder einfache Fahrlässigkeit. Das ist komplett rauszustreichen. Ergebnis, Anspruch besteht, er kriegt sein Geld zurück. Sie sehen, alles recht einfach mit den AGB. Kommen wir zum zweiten Thema für heute. Nämlich unserem Thema Verbraucherverträge. Jetzt denken Sie sich, das dauert mit Sicherheit Stunden, das geht aber ganz schnell. Das kommt in dieser Klausur nicht dran. 312 BGB, oh, aber ich keine Lust, 312 BGB sagt, wenn Sie einen entgeltlichen Verbrauchervertrag haben, das bedeutet, wenn Sie einen Vertrag haben, wo ein Verbraucher auf der einen Seite ist oder ein Unternehmer auf der anderen Seite ist und der Verbraucher ein Entgelt zahlt, das heißt Geld zahlt für das, was der Unternehmer macht, dann bestehen besondere Informationspflichten nach 312a BGB. Wenn Sie mal gucken, muss er Ihnen zum Beispiel sagen, wie teuer es wird. Er muss, wenn er Sie anruft, Ihnen sagen, dass er das kommerziell macht. Zweitens, es gibt im BGB noch ganz, ganz viele tolle Regeln, die wir sehen werden, zum Beispiel den Verbrauchsgüterkauf oder das Verbraucherdarlehen im besonderen Schuldrecht. Das sind dann zwingende Regelungen, da können die noch so viele Vereinbarungen treffen, das bleibt immer geltend. Dann, was uns noch beschäftigen wird, in 4 Wochen
sind Widerrufsrechte nach 312 A, B, C, D, E, F, G. Dann haben wir gesehen, bestimmte Regelungen sind unanwendbar, zum Beispiel 288 Absatz 2, wo drin steht, Geschäfte, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist. Und last but not least haben wir eben gesehen, 310 Absatz 3 mit Nummer 1 und Nummer 2, die Anwendung des AGB-Rechts wird erweitert. Nochmal, Verbrauchervertrag heißt ein Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher gegen Entgelt. Entgelt heißt, es gibt dafür eine Gegenleistung in Geld. Was Verbraucher und Unternehmer sind, haben Sie hoffentlich letztes Semester gelernt. Das steht nämlich im BGB AT. Verbraucher ist jemand, der ein Mensch ist, eine natürliche Person, keine Gesellschaft, die überwiegend nicht zu einem gewerblichen oder beruflichen Zweck handelt. Das heißt, es wird nur geguckt, was ist der Schwerpunkt? Geht es um Geschäfte, mit denen Sie Geld machen wollen, oder ist es just for fun? Ein Unternehmer ist demgegenüber ein Mensch oder eine Gesellschaft, das heißt, da können Gesellschaften vorhanden sein, die eben für Geld als Firmenzweck tätig wird. Nicht schwierig. Dann gibt es noch drei Problemfälle, die ich Ihnen nur ganz kurz sagen will. Wenn Sie eine Sache haben, die Sie sowohl privat als auch dienstlich nutzen, zum Beispiel der Anwalt kauft sich einen Laptop, auf dem er Computerspiele spielt und den er für die Arbeit benutzt, dann kann der Anwalt, ich spiele immer so Freecell, und der Anwalt kann dann als Verbrauchergeschäft dagegen vorgehen, wenn mindestens 50,00001% Verbrauchergeschäft sind. Sobald mehr als 50% für seinen gewerblichen Einsatz aufgehen, ist es ein Unternehmergeschäft. Sie müssen also genau die Grenze ziehen, in der Mitte. Und da gucken Sie hin, was ist überwiegend. Dann Unternehmensgründer, Sie kennen das, die Leute, die sagen, ich mache jetzt Raucherberatung. Ich gewöhne Ihnen das Rauchen ab. Ja, das machen viele und sagen eine Internetseite auf. Die sind Unternehmensgründer. Und auch die Leute sind Unternehmer, weil die wollen irgendwann mal damit Geld machen. Eine einzige Ausnahme gibt es im BGB, nämlich 512, den wir noch machen werden. Da geht es dann um Darlehensaufnahme. Wenn Sie ein Darlehen aufnehmen und das Unternehmen erst später gründen wollen, sind Sie besonders geschützt. Und dann gibt es noch die Frage, was gilt, wenn jemand nur so tut, als ob er Verbraucher ist? Er tut es und sagt, ich kaufe es für meine privaten Zwecke. Und in Wirklichkeit will er es nur für sein Unternehmen einsetzen. Dann hat er natürlich keinen Schutz. Wenn aber ein Verbraucher ein ganz fieser ist und so tut, als sei er Unternehmer, und das kennen Sie vielleicht alle aus der Praxis, es gibt die Metro, das ist so ein Supermarkt, und da darf man nur rein mit so einem Ausweis, wo drauf steht, ich betreibe ein Gewerbe. Viele Leute haben aber irgendwelche Verwandten und Bekannten und leihen sich diese Ausweise und gehen dann bei der Metro einkaufen. Ja? Frage, was gilt dann? Das ist umstritten, da gibt es zwei Ansichten. Die einen sagen, Verbraucher bleibt Verbraucher, auch wenn er sich verkleidet und so tut, als sei er Unternehmer, indem er halt eine Metrocard sich beschafft. Und die Gegenansicht, Sie können sich es kaum vorstellen, ist so, dass man sagt, nein, es kommt darauf an, ob der andere erkennen konnte, dass es ein Verbraucher ist. Und nur dann, wenn der Unternehmer erkennen konnte, dass es ein Verbraucher ist, darf der Verbraucher sich auf den Schutz berufen, sonst ist das nach 242 ausgeschlossen. Der Unternehmer, der Verbraucher, der sich verstellt, hat selber auf seine Rechte verzichtet. So, damit kommen wir zu dem schwierigen Fall, den ich mit Ihnen noch machen möchte. Boah, furchtbar. Es gibt den U. Der U heißt deshalb U, weil er Unternehmer ist und der hat eine Gärtnerei. Und er hat seine Frau F und F darf ihn auf keinen Fall vertreten, weil die ist nämlich nur Hausfrau und kocht und putzt und wäscht und kümmert sich um das Kind. Trotzdem macht die F die Tür auf, als auf einmal der super attraktive Vertreter V aufkommt. Und der V sagt, ja, hier,
kaufen Sie doch für Ihren Mann einen tollen Blumenautomaten. Und da steht er bei ihr vor der Tür und sagt, Blumenautomat, tolle Sache, das braucht jede Gärtnerei. Und die Frau sagt, okay, unterschreibt. Und schon kommt es, wie es kommen muss. Ja? Der Mann kriegt einen Blumenautomaten. Und er sagt, ich will doch gar keinen Blumenautomaten, den bezahle ich nicht. Und jetzt kommt U und sagt, okay, F, nee, es kommt V und sagt, liebe F, jetzt zahlst du, weil dein Mann will nicht bezahlen, jetzt bist du dran. Und die F sagt, ach nö, ich widerrufe diesen Vertrag, ich habe damit nichts zu tun. Und wir müssen jetzt ganz sauber prüfen, hat V gegen F einen Anspruch auf Bezahlung des Blumenautomaten? Und da müssen Sie zunächst mal überlegen, gibt es einen Kaufvertrag zwischen Frau F und dem Blumenautomatenverkäufer V? Gibt es da einen Vertrag, einen Kaufvertrag? Super, genau so ist es. Hier haftet sie nicht, weil sie selber einen Vertrag im Eigennamen geschlossen hat, sondern sie haftet nur nach 179 Absatz 1 auf Erfüllung. Das heißt, es besteht kein Anspruch aus 433.2, sondern es besteht nur ein Anspruch aus 179.1 und es besteht kein Vertrag zwischen ihr und dem V. Kein Vertrag zwischen V und F, sondern nur ein Vertrag zwischen oder ein gesetzliches Schuldverhältnis nach 179.1. Hier hat sie gehandelt als Vertreterin, sie hatte keine Vertretungsmacht und wir haben keine Genehmigung. Das heißt, 179 liegt vor. Jetzt steht hier im Sachverhalt aber, sie erklärt den Widerruf ihrer Erklärung. Jetzt gucken wir im BGB, 130 BGB kann man widerrufen, bis zum Zugang, das wird es wohl nicht sein. Aber wir haben noch einen anderen Widerruf im BGB. Ja, 355 BGB. Und was sagt 355 BGB? Wann darf man widerrufen? Wann darf man widerrufen? Was meinen Sie? Ja? Wenn ein Widerrufsrecht zusteht, das so ist es. Wenn es ein Widerrufsrecht gibt, das könnte sich aus 312G ergeben. Und was setzt 312G wiederum voraus? Ja? Ja? Haben wir hier einen Vertrag als erste Voraussetzung mal? Einen Vertrag zwischen F und V. Wir haben gerade gesagt, wir haben keinen Vertrag, sondern wir haben nur 179 Absatz 1 BGB. Und jetzt fragen wir uns, naja, ist jetzt die F also arm dran und muss bezahlen? Oder kann sie sagen, das ist trotzdem wie so ein Vertrag? Was meinen Sie dazu? Die arme F, die zu Hause ist, sich um die Kinder kümmert, putzt und wäscht, soll die jetzt diesen blöden Blumenautomat bezahlen müssen? Oder kann sie den Vertrag widerrufen? Den es nicht gibt, weil es keinen Vertrag gibt. Ja? Es geht ja beim Verbraucherschutz darum, dass man den Verbraucher des Machtfeldes schützen will. Ja. Und ob Sie jetzt auch als Vertrag erfüllen muss oder explizit den
Das ist die eine Ansicht, die man in diesem Fall haben kann. Und man sagt, die Frau ist ja genauso gestellt, als sie den Vertrag selber für sich abgeschlossen. Die soll nicht schlechter stehen. Also muss sie hier auch genauso behandelt werden und ein Widerrufsrecht haben, als hätte sie den Vertrag für sich selber geschlossen. Nur weil sie sagt, ich handle für meinen Mann, soll sie nicht schlechter stehen. Der Verbraucher ist immer schutzwürdig. Was würden Sie sagen, könnte man für die Gegenansicht argumentieren? Ja, 179 soll den Geschäftspartner so stellen, als wäre der Vertrag wirksam gewesen. Wenn der Vertrag wirksam gewesen wäre, wäre aber zustande gekommen mit dem Mann, mit U, und U wäre Unternehmer. Also kann er nicht schlechter stehen, dadurch, dass die Frau gelogen hat und gesagt hat, ich darf meinen Mann vertreten. Und wer lügt, soll nicht belohnt werden für seine Lüge. Und der muss halt denjenigen so stellen, als wäre der Vertrag mit dem Mann zustande gekommen. Der Mann hätte nicht widerrufen dürfen, also hat die Frau Pech gehabt. Und welche Ansicht finden Sie jetzt besser? Ne? Ist eh egal, sagen Sie. Versetzen Sie sich in die Rolle der Frau. Ja, also in der Tat, viele Leute vertreten, die Frau ist schutzwürdig, spielt keine Rolle. Die Rechtsprechung sieht das anders. Die sagt, der 179 soll nicht die Frau schützen, sondern den Vertragspartner. Und dieser Schutz ist vorrangig, weil die Frau ja hier wissentlich gehandelt hat. Die wusste, sie darf ihren Mann nicht vertreten. Und damit hat sie selber auf ihren Schutz verzichtet und bedarf daher keiner verbraucherschützenden Vorschriften. So. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Über das Wochenende werde ich für alle Fälle, die wir hier in der Vorlesung gemacht haben, ausformulierte Lösungen online stellen und für die ganzen Kontrollfragen antworten. Dann können Sie das alles nacharbeiten und dann kommt das zweite Kapitel.